Denn ich bin ja der King im Heidensiegen. Nein, nein, hätte ich doch nichts gesagt. Alter, ich sag so, plötzlich kommt da einer von oben auf mich draufgefallen, haut mich um, ey, schrecklich. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Let's Play Hide and Seek auf dem The Hive Server. The Hive. IV-Server. Was bin ich eigentlich? Ja, sag's mir lieber nicht, ich bin nämlich Seeker. Ich seh's schon. du bist also Holzblock, okay. What the fuck? Was, what the fuck? Hab ich's gerade gesagt? Nein. Aber ich weiß, dass du Holzblock bist. Ein Cheater? Nein. Ich habe einen Holzblock gesehen und da sagst du, ich seh's schon. Und da warst du der Einzige, der in Frage gekommen ist. Ach, ich habe noch einen, okay, perfekt. Du kannst mich aber gar nicht sehen. Na klar, du bist da so, hast du um die Ecke gelugt. Nein, das war doch nicht ich. Ja, aber trotzdem bist du ein Holzblock. Ja. Ist ja egal jetzt. Ja. Wir wollten eine Runde labern. So. Ja, laber mal. Ja, dann labere ich mal. Ludet. Weil sich Leute fragen, warum ich mich so scheiße anhöre, also noch beschissener als sonst, einfach daran, dass ich gerade on Vacation bin, total geil, und ich natürlich total, da habe ich auf jeden Fall dran gedacht, mein Mikro und meine Maus mitzunehmen. Du bist der Beste, David. Ja, und jetzt habe ich halt nur das MacBook von meiner Mom. Und das ist halt jetzt das Problem, dass ich hier eben das Mikro nicht habe. Ja. Und das ist alles ganz richtig. Scheiße. Weil sich mein Ton jetzt noch beschissen ist. Aber ist ja wurscht. Ich wollte eine lustige Geschichte erzählen. Habe ich dich eigentlich gerade gekillt? Nein. Schade. Ich wollte eine ganz, ganz lustige Geschichte erzählen. Ach hier. Nämlich. Ja, wir sind ganz Ohr. Na, ist gerade schon ein bisschen stressig. Lässt sich aber ja von niemand anderem killen, ne? Ja. Wir sind hier in ja. Du? Wir sind hier im Moment eben auf Urlaub und wir sind da in so einem alten Bauernhaus, ja, beziehungsweise in einer Wohnung in einem alten Bauernhaus. Und, naja, was soll man sagen, hier ist halt relativ, ich will jetzt nicht sagen schäbig, aber es ist halt urig. Ich nenne es mal urig, ja. Okay, also sind da viele Uhren, oder was? Weiter. Der springende Punkt ist aber, dass da ein Holzblock ist. Und der mein Vater ist mit dem Motorrad irgendwie in die Berge gefahren und meine Mutter ist einkaufen gefahren, ja, und ich habe mir gedacht, ja, da brauche ich ja nicht mitfahren. Kann ich mir, weiß ich nicht, irgendwie YouTube-Videos oder was auch immer reinziehen. Ja, und dann bin ich aufs Klo gegangen und dann ist es passiert. Das ist interessant. Ich habe etwas zu stark, sage ich einmal, die Klotür von innen zugemacht, dann ist mir innen die Türschnalle abgerissen. Was für eine Türschnalle? Türschnalle. Innen. Ist mir vom Klo, von der Klotür. Die Türklinke? Ja, Türklinke. Okay, dann weiß ich auch, was gemeint ist. Die Türklinke. Okay. Ist mir rausgegangen, ja. Mhm. Und dann wollte ich sie wieder reinstecken. Habe ich sie aber nicht richtig reingesteckt, das war dann so, da war so ein Stift dazwischen, der mit der äußeren Türklinke verbunden war. Das heißt, ich habe die äußere Türklinke damit rausgeschoben. Okay, dann hast du dich eingesperrt, oder was? Genau. Dadurch, dass ich jetzt aber kein Handy dabei gehabt habe, meine Mutter eben einkaufen war,
und mein Vater irgendwo in den Bergen herumgekurft ist, bin ich jetzt, da ich anschreibe, 2 Stunden lang am Klo gesessen. Boah, das ist aber auch ein neuer Rekord. Würde ich mich vielleicht für das Guinness Buch der Rekorde bewerben, ne? Ja, ich habe gedacht, das kann der. Das ist jetzt nicht dein Ernst, David, dass dir das jetzt wirklich passiert ist. Ich habe mich jetzt allen Ernstes am Klo angeschlossen und komme nicht mehr raus. Ja? Dann, draußen waren meine Hunde, ja, und die haben halt natürlich immer was gehört, weil da auch andere Leute herumgegangen sind außerhalb unserer Wohnung. Und die sind immer wahnsinnig geworden und ja, und also, ja, es kommt vielleicht jemand, haha, wuff, wuff. Und ich habe mich jedes Mal gefreut, ja, jetzt kommt meine Mutter endlich, ja. Nein, sie ist nicht kommen. Dann habe ich mir gedacht, so, wie vertreibst du dir jetzt die Zeit? Habe ich zuerst mal angefangen, was könnte ich machen? Also erst einmal habe ich mal das gemacht, was ich eigentlich machen wollte, nämlich aufs Klo gehen. Gute das Idee. Das Problem war aber nur, dass also das Licht, ja, war mit dem Lüfter verbunden. Das heißt, wenn man das Licht eingeschaltet hat, ist der Lüfter angegangen. Das Problem war nur, das heißt, das Licht hat die ganze Zeit gebrannt, das heißt, die ganze Zeit war dieser scheiß Lüfter an und die ganze Zeit in meinen Ohren drin, ich bin wahnsinnig. Und dann habe ich gesehen, im Moment, da kann ich ja den Stecker rausziehen, habe ich den Stecker rausgezogen, ja, und dann ist ihm losgegangen, was könnte ich jetzt machen? Zuerst habe ich angefangen zu trommeln, ja, irgendwie total scheiße auf meinen Knien herum oder wo auch immer. Was habe ich dann gemacht? Dann habe ich... Geh mal in die 4 rein, bitte. Dann habe ich... Dann habe ich angefangen zu singen, ja. Ich holte mich hier jemand raus. Okay, geh doch in die 26. 26. Ich bin mich verdrückt. Was soll ich denn? Dann habe ich mir immer so Klopapierstücke abgerissen und habe daraus so kleine Origami-Tierchen, in Anführungszeichen Origami-Tierchen gelassen. Und am Ende habe ich mir dann noch einen gewedelt. Hast du gut gemacht. Und dann endlich nach zwei verfickten Stunden ist endlich meine Mutter gekommen. Bei uns in der Schule gibt es auch einen Klassensaal, da fliegt immer die Türklinke ab, wenn man da raus und rein geht. Aber da ist ja leider ein Lehrer drin, der einen Schlüssel hat. Also leider, denn sonst könnten wir ja vielleicht ein bisschen Unterricht schinden, ne? Zeit schinden. Also, und ja. Weiter geht's. Ja, weiter. Ja. Kappen. Ja, genau. Also wir sind jetzt hier gerade im Urlaub und ich kenne hier jemanden aus der Nähe, der ist Daniel. Aha. Ich kenne auch einen Daniel, cool, ne? Ja. Und mit dem war ich, sagen wir mal, soll ich sagen, mit dem war ich mal, sagen wir mal, unterwegs. Okay. Ja. Das ist eigentlich ein Holzblock? Nein. Gut. Und wir haben halt ein bisschen was getrunken, ein bisschen sehr viel und... Dann habe ich aber noch heimfahren müssen hierher, ja. Er hat mich begleitet. Und ich bin auf die tolle Idee gekommen, komplett besoffen Fahrrad zu fahren. Super Idee. Ja? Wenn man besoffen ist, kommt man immer auf die tolle Idee. Und ich habe halt einfach kein Fahrrad gehabt, sondern er hat mir seins geborgt, weil er war ja auch schon zu und er hat sich gedacht, ja, ich bin lustig. Und ja, und ich bin halt so gefahren und dann habe ich mich auch, ich habe es echt geschafft, 25 Meter oder so, ich weiß jetzt nicht genau, aber es war schon ein Stückli, sagen wir mal so, habe ich schon geschafft, dass ich, also ich will jetzt nicht sagen geradeaus, aber ich bin auf jeden Fall gefahren. Dann hat es mich auf die Fresse gelegt und ich habe mir eine Schnittwunde zugezogen, aber das... Ja, ich bin gefahren, aber das Lustige war dann am Ende, dass ich sein Fahrrad geschrottet habe. Also es war eigentlich nicht für ihn lustig, sondern nur für mich. Aber er hat auf jeden Fall vorne einen Platten gehabt. Dann sein Licht war kaputt. Aber super. Und er hat einen Achter drin. Boah, was hast du gemacht?
Naja, sagen wir mal so, es ging oft, das war so eine, ich sage mal, eine leichte Bergstraße und rechts ist es runtergegangen. Jetzt nicht so steil und das war nicht gefährlich, aber ich bin halt, wollte nach links abbiegen, bin aber dann nach rechts abgebogen. Und dann bin ich in den Bäumen gelandet. Also, eher in den Stämmen. Nee, also wir waren ja letzte Woche auf Klassenfahrt in der Toskana, ne? Und da war auch an einem Abend ein Bungalow total blau, ne? Also die ganzen Leute, die in dem Bungalow drin waren, alle total blau. Und die haben dann nachts, also das war halt so eine Anlage mit ganz vielen Bungalows, da konnte man zelten, konnte man mit dem Wohnwagen hinfahren oder all solche Sachen, ne? Und deshalb standen da halt auch Fahrräder rum, ne? Und da haben dann einfach die aus diesem Bungalow einfach irgendwelche Fahrrads da geklaut und sind Fahrrad? Dann da die ganze Nacht Fahrräder. Lass uns Fahrrad klauen. Ja, die haben auf jeden Fall Fahrrads geklaut und sind dann einfach mit den Fahrrädern da die ganze Nacht rumgefahren, Alter. Das ist so nervig gewesen, ey. Die ganze Nacht hört man die da, also... Oh. Nicht, dass ich jetzt irgendwie gepinnt... Ach, du bist gestorben übrigens. Du wirst mich aber nicht finden. Okay. Also, aber... Das ist echt. Das ist mir halt eingefallen, als du da Fahrrad und so erzählt hast, ne? Ja. Say 1, 2, 3 if you are a pot. 3, 2, 1, I'm a crafting bench. Ja, ja. 90 Sekunden noch und dann hab ich gewonnen. Denn ich bin ja der King im Heidensiegen. Nein, nein, hätte ich doch nichts gesagt. Alter, ich sag so, plötzlich kommt da einer von oben auf mich draufgefallen, haut mich um, ey, schrecklich. Ja, eigentlich wollten wir heute eine Folge 20 Duelle, 60 Duelle, Teil 2 aufnehmen. Ja, David ich hab den Namen drüber redet. Bitte? Nix, nix. Ja, weiter? Unterbrochen? Nein, nein, nein. Oh, geh weiter. Fertig. Aber Athanos hat sich gedacht, nein, wir wollen nicht. Ja, das hat sich das einfach so gedacht. Das ist eine Unverschämtheit eigentlich. Ja, insofern ist es eh besser, ich dürfte hier sowieso nicht so rumschreien. Verloren. Es wäre sicher lustig gewesen, wenn ich mich jedes Mal, wenn ich schreien wollte, hätte ich... Stufe, Keller! Perfekt. Perfekt. Perfekt, ey. Irgendwie leckt's gerade minimal. Ich habe auch noch gerade in dem Moment, wo du genossen hast, richtig mit der Fun Cannon gemacht. Da sah das so aus, als hätte ich irgendwie diese Partikel ausgenossen. Genossen? Genossen? Genossen, ja. Wie würdest du das denn nennen? Ich habe genießt. Ja, pff, noch besser, Alter. Ja, aber genossen, wenn ich etwas genossen habe, dann habe ich es von genießen, oder? Ach, nee, nee, ist schon richtig so. Nein, Moment, dem geh ich jetzt dann auf den... Ja, geh dem mal auf den Punkt. Auf den Grund, nicht auf den Grund. Ja, kannst du mal auch auf den Punkt gehen, ist mir auch egal. Ich hab gesagt, auf den Grund, du Kleiner. Ja, geh halt auf den Grund, ist mir auch egal. Alter, ich musste die Geschwindigkeit höher stellen, alles klar. Ja, stell die Geschwindigkeit höher. Von deiner wundervollen Maus. Ja, die hat 9 Euro gekostet, ne? Die ist mir viel zu klein. Ist ja richtig High Quality, ey. Quality? Ja, Quality. Das kommt von der Quelle. Das kommt von der Quelle. Quelle. Ja, kommt was aus deiner Maus. Ja. Ja. Weißt du noch, wo noch Wasser rauskommt? Oder hat deine Maus anstatt ein Kabel einen Wasserstrahl da zwischen Computer und Maus? Bisschen Volltrottel, weißt du?
Ja, danke gleichfalls. Weißig. Naja, aber ich würde sagen, bevor das jetzt hier... Alter. Bevor das jetzt hier noch blöder wird, ne? Komme ich hier nicht hoch. Ja, dadurch, dass du dabei bist, hat es ja schon ein gewisses Level erreicht, würde man sagen. Danke gleichfalls, kann ich dazu nur sagen. Also, ja, Grumpy TKW. Hä, was? Grumpy TKW. Tut mir leid, I don't know what Grumpy is. Grumpy ist, warte, lass mich mal irgendwie, wie erkläre ich das jetzt für Volltrotteln? Alter, ich würde mal aufpassen, der hat euch alle Volltrottel genannt. Geht ja gar nicht. Denn ihr wisst das ja alle auch nicht, gell? Gell, David? Nein, also, was ist zugesehen? Zugesehen? Perfekt. Ja. Ich hätte gerne 60 Duelle gespielt. Ich auch. Ja, ja. Naja. Trotzdem tschüss, ne? Aber okay. Zuschauer. Oha, oha, oha. Scheiße. Da will ich aber ausrasten. Schneidest du bitte raus. Wer weiß? Ich könnte dich ja jetzt minimal ärgern, ne? Die ganze Zeit. Ich ärgere dich? Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich dich nicht ärgere. Okay, dann ist ja gut. Okay, trotzdem tschüss. So, wir nehmen immer noch auf. Ja? danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einer weiteren... Ja, bla bla, tschüss. Im nächsten Video.